Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Na, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Jetzt kommt die wahre Prüfung, das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Es beginnt. Der kostbarste Moment.
das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge: Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihrer, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Eins noch, Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich.
gemacht. Natürlich ohne Sarkasmus. Außer Sie hören ganz genau hin. Was ich sagen will, durch den Abschluss von Missionen verbessern Sie Ihr Standing. Ihren Ruf, wenn Sie so wollen, bei der Sicherheitsabteilung. Dadurch wird man Sie dort mit schwierigeren Missionen betrauen. Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben.